Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht heute um den FC Bayern München. Ihr seht es hier, mein Herz schlägt für diesen Verein. Klar, durch die Neuverpflichtung von Julian Nagelsmann bin ich natürlich auch gehypt. Es ist einerseits schade, dass natürlich ein Hansi Flick geht, aber er möchte gehen. Da möchte ich auch mal allen widersprechen, die sagen, der FC Bayern würde Hansi Flick rausschmeißen. Nein, das tun sie nicht. Hansi Flick hat von sich aus gesagt, ich möchte gehen, und die ganze Thematik kam auf, wo Löw gesagt hat, ich möchte nicht mehr beim DFB weitermachen. Dadurch ist natürlich der Weg für Hansi Flick frei geworden. Man kann ihn verstehen, er hat alles erreicht, was im Vereinsfußball zu erreichen gibt, mit nur einer einzigen Mannschaft in nur einem einzigen Jahr. Ja, da ist es dann verständlich, dass man sagt, ich möchte gehen. Und dann ein starker Schritt vom FC Bayern zu sagen, wir holen uns Julian Nagelsmann. Über die Ablösesumme, da möchte ich jetzt kein Wort drüber verlieren. Nur so viel, er ist etwa das Doppelte so teuer wie, ich glaube, ein Adi Hütter für Gladbach. Also so viel mehr ist es nicht. Auch bei Trainern explodiert die Transfersummen. Und ja, die machen auch eine starke Arbeit. Muss man auch in dem Geschäft, wo Fußballspieler so viele Millionen verdienen, muss natürlich auch der Trainer irgendwo in Relation stehen. Und ja, da lässt sich drüber streiten. Aber ganz anderes Thema. Ich möchte heute mal über die Thematik Hasan Salihamidžić mit euch sprechen. Ja, es wird gesagt, er ist schuld, dass Flick geht. Ich finde das absolut Schwachsinn. Warum sollte Hasan Salihamidžić dafür schuld sein? Wenn die Meinungsverschiedenheiten gehabt haben sollten, dann ist das normal. Es ist ein Arbeitgeber. Beide arbeiten beim FC Bayern München. Ihr könnt das in eurem Betrieb. Da ist mal der eine der Meinung, da ist der andere der Meinung. Da sagt man nicht gleich, oh, wir hassen uns und wir gehen getrennte Wege. Nein, ich denke, es liegt alleine daran, dass der Job beim DFB frei geworden ist. Was natürlich sehr lukrativ ist. Das muss man natürlich auch so sagen. Aber ich möchte mal, weil alle auch sagen, Hasan Salihamidžić soll gefeuert werden, soll rausgeschmissen werden. Der hat noch nichts gebracht. Und das möchte ich so nicht stehen lassen. Hasan Salihamidžić hat schon sehr, sehr viel gebracht für den FC Bayern. Nicht nur als Spieler, sondern jetzt eben als neue Funktion, als Manager, sage ich mal, als sportlicher Leiter, als derjenige, der Transfers tätigt oder zumindest einen entscheidenden Schritt da macht, macht er auch eine starke Arbeit. So, und jetzt kann man nicht sagen, Salihamidžić hat entschieden, Alaba soll gehen. Das stimmt so nicht. Alaba und Salihamidžić und Oli Kahn und Rummenigge und wahrscheinlich auch noch Heiner, die saßen alle an einem Tisch und Alaba hat gesagt, ich hätte gern das Geld. Bayern hat gesagt, das haben wir jetzt nicht. Wir haben Corona, wir haben dies, wir haben jenes. Also Alaba hat eigentlich immense Summen vorgeschlagen, einfach damit er raus kann, damit er weg kann. So stelle ich mir das vor. Der hat einfach gesagt, was wollt ihr zahlen? Ich möchte 200 Millionen. Wollt ihr nicht zahlen? Dann gehe ich woanders hin. Er wollte einfach jetzt nicht mehr bei Bayern bleiben. Anstatt es einfach so zu sagen, steht es jetzt ein bisschen da, als ob Salihamidžić schuld ist oder auch der ganze FC Bayern schuld ist, dass Alaba geht. Das stimmt so nicht. Die wollten einfach nur die Forderung von Alaba nicht akzeptieren. Und dann ist es dem Spieler frei zu sagen, okay, dann gehe ich. Dann suche ich mir einen anderen Verein. Ob er es woanders kriegt, weiß ich nicht. Aber es ermöglicht ihm natürlich einen Wechsel zu einem Verein, der jetzt dann nicht horrende Summen zahlen muss. So, und auch Boateng. Boateng stand nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr, vorletztes Jahr, davor das Jahr. Ich glaube jetzt mittlerweile seit 2014 steht Salihamidžić, das sind immerhin 7 Jahre, Salihamidžić, steht Boateng jeden Sommer zur Diskussion. Geht er, bleibt er? Was möchte er machen? Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, wir haben für Alaba einen Ersatz geholt. Das ist Upamecano, der auch in der Innenverteidigung spielt. Der ersetzt sozusagen Alaba, der in den neuen Posten gewonnen hat, Innenverteidiger, weil Davis einfach über links so stark ist. Da komme ich noch gleich drauf. Und jetzt gehen eben 2 Innenverteidiger für den FC Bayern. Es kommt ein klasse Innenverteidiger. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch Lucas Hernandez da,
wo alle sagen, warum hat man den geholt? Der war viel zu teuer, der hat keine Spielzeit gekriegt. Ja, und jetzt ist die Möglichkeit zu sagen, Boatengs Vertrag läuft aus, warum noch verlängern, wenn wir Lucas Hernandez da haben? Lucas Hernandez ist da, ist bereit, hoffentlich verletzt er sich einfach nicht mehr, und Upamecano ist auch da. Jetzt hat man Süle, Upamecano, Hernandez, alle noch für die Innenverteidigerposition. Und wer weiß, wer da vielleicht auch noch kommt. Jetzt, wenn Javi Martinez vielleicht auch noch geht, ein super Spieler. Aber auch er sagt sich natürlich, er möchte spielen. Und in einer Innenverteidigung, diesen drei gestandenen Namen, hat er keine Chance. Vorne Kimmich und Goretzka, keine Chance. Dann kann ich einen Spieler auch verstehen, der sagt, ich gehe mal lieber. Aber es ist ja nicht Salihamidzic schuld. Das würde ich mal nur mal klar machen. Ich habe hier mal eine Liste gemacht. Und zwar habe ich mir mal alle Transfers rausgesucht, die Einkäufe. Es geht jetzt hier nicht um Verkäufe von Salihamidzic, sondern um Einkäufe, die Salihamidzic getätigt hat. Und für welche Position und welche Funktion der Spieler haben sollte. Aufgepasst. Als erstes kam Sandro Wagner. Ja, was hatte er für eine Position? Natürlich. Backup für Lewandowski. Das hat er sich anderthalb Jahre angetan und dann hat er gesagt, nee, da habe ich doch keinen Bock drauf, dann gehe ich lieber und gehe nach China, da verdiene ich Geld. Noch mehr als bei euch und da komme ich vielleicht sogar auch noch zu Einsätzen. Das ging also jetzt nicht darum, dass Salihamidzic einen Spieler gekauft hat und ihn verhunzt hat, sondern es war klar, du kommst, wirst selten Spiele kriegen, denn Lewandowski ist gesetzt. Solange Lewandowski zu 80% fit ist, ist er gesetzt. Darunter gehen wir eine Verletzung ein, dann nicht. Und das ist bei Lewandowski in den letzten Jahren ziemlich wenig gewesen. Und dadurch kommt natürlich ein Backup-Spieler, der als Backup-Spieler geholt wird und nicht als Superstar oder sonst irgendwas. Und dann sagt er einfach irgendwann, darf ich bitte gehen? Ich habe mir das vielleicht anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, Lewandowski wird öfter verletzt sein oder möchte öfter mal Pause haben. Aber Lewandowski ist ein Spieler, Hut ab davor, der will jedes Spiel spielen, jede Minute spielen und jedes Spiel gewinnen. Und den Spieler kannst du nicht ersetzen. Das ist so. Den lässt du nicht draußen, weil du einfach sagst, oh, jetzt gebe ich ihm mal Ruhepause. Solange der Spieler es nicht will, den vollen Willen trägt zu spielen, dann lass ihn auch spielen. Und dann ist halt natürlich im Backup keine Chance. Alphonso Davies. Geholt, ich habe noch die Worte von Hoeneß in den Ohren. Du hältst deinen Kopf dafür hin, Salihamidzic, wenn das ein Flop wird. Weil dafür hat Bayern auch für einen Kanadier richtig Geld bezahlt, wo dann Hoeneß gesagt hat, okay, wir geben dir das Geld, aber der muss funktionieren. Und was ist Alphonso Davies? Er ist nicht nur Stammspieler, er ist auf dem Weg zum Weltklasse-Spieler. Eine Verpflichtung, die so keiner erwartet hat. Alaba hat sich natürlich verletzt, das hat natürlich Davies extrem in die Karten gespielt. Das war natürlich Davies Durchbruch. Er konnte dann spielen, vielleicht wenn Alaba fit gewesen wäre, vielleicht hätte man dann Davies nicht so oft eingesetzt. Und dann wäre Alaba vielleicht gar nicht in der Position gewesen, zu sagen, ich gehe. Alaba sieht jetzt einfach auf links, ist Davies, der richtig stark ist. Da kommt auch ein Alaba nicht mehr unbedingt hin. Ja, und in der Innenverteidigung war eben auch dann kein Platz mehr. Und dann geht natürlich ein Alaba. Aber Davies, super Verpflichtung von Hasan Salihamidzic. Leon Goretzka, der nächste Spieler. Wo steht dieser Spieler? Am Anfang hat man immer gesagt, oh ja, der Goretzka, ablösefrei, ablösefrei. Ein Leon Goretzka, Weltklasse. Den Spieler wünschen sich viele, viele Teams, denke ich mal, in Europa. Da trauen sich noch nicht mal was auszusprechen. Dieser Spieler ist die absolute Weltklasse im Mittelfeld. Auch Transfer von Salihamidzic. Dann kommen wir zu Lucas Hernandez. Ein super Spieler. Aber Salihamidzic, ich habe ja sowieso Probleme mit diesem Namen, wenn man den schnell ausspricht, kann ja nichts dafür, wenn dieser Spieler sich in seiner ersten Saison zweimal schwer verletzt. Und jetzt braucht der Spieler Zeit. Und diese Zeit bekommt er. Und diese Zeit wird er noch mehr bekommen. Denn jetzt geht eben auch ein Boateng und ein Alaba, die beide auch noch Innenverteidiger spielen können. Das heißt, die Position wird ein bisschen verdünnt. Aber Lucas Hernandez kriegt seine Chance. Und ich sage euch, der wird ein klasse Spieler. Benjamin Pavard. Auch ein Spieler von Hassan geholt. Benjamin Pavard, das ist der Spieler, ich glaube, nach Manuel Neuer diese Saison, wenn nicht sogar noch vor Manuel Neuer, mit der meisten Spielzeit. Benjamin Pavard ist immer da. Benjamin Pavard macht seine Aufgabe klasse. Ich würde jetzt sagen, nicht Weltklasse, aber er ist ein richtiger Stammspieler geworden. Und ein Verdienst Hassan, der diesen Spieler geholt hat.
Kommen wir zu Jan Fiete Arp. Das sollte eine Investition in die Zukunft sein. Nicht mit viel Geld, ich glaube 3,9 oder so Millionen. Nicht durchgesetzt bei den Ersten, war aber auch logisch, da spielt eben ein Lewandowski, da kann man sich dann nicht durchsetzen. Dann in die Zweite, und da kriselt es jetzt natürlich bei ihm extrem, so jung. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist für mich Kategorie Flop. 3,9 Millionen. Für, klar, für uns Menge Geld, aber im Geschäft vom Fußball. Das ist so, als wenn ihr ein Centstück auf dem Parkplatz verliert. Das ist so. Und das ist eine Investition in die Zukunft, die musst du riskant eingehen. Du gibst 4 Millionen aus, das ist auch für den FC Bayern, die sagen auch nicht so, pff, ja, sondern die sagen, 4 Millionen geben wir jetzt aus für diesen Spieler, der hat Potenzial. Jetzt liegt es an diesem Spieler, dieses Potenzial auch abzurufen. Hat er nicht getan, dieses Risiko ist der FC Bayern München eingegangen. Flop, abhaken. Jetzt kommt ein Spieler, da weiß ich nicht, wie man ihn aussprechen soll. Michael Cuisance, vielleicht so, oder Michael Cuisance. Leute, wir müssen uns klar machen, dieser Spieler möchte spielen. Dieser Spieler hat aber Goretzka, Kimmich vor sich. Dann ist die Option zweite Mannschaft. Für die zweite Mannschaft ist der zu gut. Der kann nicht ewig dritte Liga spielen. Aber hinter Goretzka und Kimmich kriegt er eben nur dann Spielzeit, wenn einer von diesen beiden verletzt ist oder eine Pause möchte. Das möchte der Spieler nicht. Deswegen verliehen und wahrscheinlich dann auch bald verkauft. So ist es. Aber deswegen würde ich den Spieler nicht als Flop ansehen, sondern dieser Spieler, ja, hat sich stärker entwickelt, als er vielleicht sollte sogar. Weil man wollte ihn wahrscheinlich als Backup haben. Jetzt hat man gesehen, in der zweiten Mannschaft, der ist so gut. Aber es reicht eben nicht für die Stamm-erste Mannschaft, sondern er ist dann eben B-Wahl. Und das möchte der Spieler nicht, weil er sich ja auf dem Level sieht oder auch ist, was der FC Bayern jetzt sagen kann, ich kann es dir nicht geben. Ich kann dich nicht mehr einsetzen, weil da stehen Leon Goretzka und Kimmich eindeutig gesetzt. Sei denn einer von denen würde jetzt wechseln. Aber ich kann dich auch nicht in die zweite Mannschaft tun und auf der Bank möchtest du auch nicht sitzen. Dann muss so ein Spieler dann auch wieder wechseln. Der ist so in so einem Bereich, er ist nicht hier und er ist weit hier drüber weg. Er ist irgendwo hier. Und das ist ein Bereich, damit kann der FC Bayern nichts anfangen, weil die brauchen einen Ersatzspieler, der Ersatzspieler sein möchte. Und das möchte Cuisance nicht, weil er ist einfach zu gut. Und deswegen werden die sich dann nicht mehr glücklich. Deswegen würde ich ihn aber nicht als Flop ansehen. Dann kommt Philipp Coutinho. Großer Schrei, Philipp Coutinho, der große Barca-Star, kommt zum FC Bayern München. Alle haben Hassan dafür gefeiert. Super Transfer oder super Laie mit Kaufoptionen. Ja, die Kaufoption hat Bayern nicht gezogen, ganz klar. Dafür hat der Spieler nicht eingeschlagen, so wie er sollte. Er sollte eigentlich der Starspieler schon fast werden. Hinter Lewandowski und Manuel Neuer sollte er der neue, ja, Star werden, um den man eine Mannschaft aufbaut. Hat nicht funktioniert. Anfangs. Nach Corona, muss ich sagen, starke Spiele, starke Tore. Er war auch dazu, also er hat auch seinen Teil dazu geleistet, dass Bayern eben das Triple in der Saison geholt hat und wo das hingeführt hat mit Hansi Flick, hatten wir ja dann gesehen. Aber unter Hansi Flick nach Corona Bombe, muss man wirklich sagen. Aber eben nicht die 70 Millionen wert. Und da sagt sich dann Bayern auch, warum sollten wir ihn dann verpflichten, wenn er nicht das wert ist? Also ich denke, hätte man sich auf 30 geeinigt, 30, 40, hätte Bayern ihn garantiert auch verpflichtet. Aber bei 70, das war bei 70 bis 100, das sollte ja irgendwo dazwischen sein. Nein, das macht auch der FC Bayern München nicht. Dafür hat er einfach den Anfang versemmelt. Am Ende hin raus richtig stark. Und es steht ja zur Debatte, wir sind heute am 26., haben wir heute den 26., 27., ich habe schon gar keine Ahnung mehr, welchen Tag wir haben, aber zum heutigen Tag kam schon die Nachricht rein, dass der FC Bayern vielleicht dieses Modell nochmal macht, Laie mit Kaufoption, natürlich diesmal eine weitaus geringere Kaufoption, um einfach nochmal zu gucken, wie es denn funktioniert. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ihr davon haltet, ab in die Kommentare. Nächster Transfer von Hasan Salihamidžić ist Ivan Perisic. Ausgeliehen. Ausgeliehen als Backup für Sané, für Gnabry, also für die Außen. Ganz klar, ein super Backup für die Außen. Der Spieler war doch top.
Bayern hatte sich gewünscht, den zu kaufen. Da hat aber dann, haben die anderen gesagt, ist nicht, machen wir nicht. Der kommt hier zu uns zurück. Der hat bei euch gezeigt, was der kann. Den verkaufen wir nicht. Da hat doch Hasan gar keine Handhabe mehr, denn er legt richtig viel Kohle hin. Aber das sagen wir auch immer, was gibt er so viel Geld aus? Also er soll einerseits wenig Geld ausgeben, aber super Spieler rausbringen und das machst du dann mit Laien. Und diese Laie, das müssen wir doch mal zugeben, ist doch der absolute Hammer gewesen. Ivan Perisic, Backup für außen, Spitze. Dann kommt Alvaro Odriozola. Ich weiß es nicht, Odriozola, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der kam auch als Laie für Backup hinter Pavard. Was sage ich dazu? Pavard verpasst keine Spiele und somit kam er nicht zum Einsatz und ist wieder zurückgegangen. Da würde ich sagen, es ist nicht optimal gelaufen für den Spieler, aber für den FC Bayern. Die hatten einen in der Hinterhand, falls sich Pavard verletzt. Der hat sich nicht verletzt, also geht er wieder zurück. Und zwar ohne viel Bimbamborium. Ich würde das jetzt nicht als Flop ansehen, nur weil er nicht gespielt hat. Er hatte einfach keine Chance zu spielen, weil Pavard eben fit ist. Der ja übrigens aber auch von Hasan Salihamidžić geholt worden ist. Dann der nächste Spieler, Tanguy Nianzou. Ganz ehrlich, dazu kann ich nichts sagen. Das ist eine Investition wie Jan Fiete Arp in die Zukunft. Da müssen wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr gucken, wie der sich entwickelt. Ich glaube, jetzt war er noch verletzt, aber schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Und erst dann kann man ein Resümee ziehen und kann sagen, ob dieses Geld in Sand gesetzt ist oder nicht. Bisher, dazu kann ich noch nichts sagen. Das ist eine Investition in 2022, 2023, da in diese Richtung. Alexander Nübel. Auch wieder ablösefrei vom FC Schalke geholt. Warum? Weil Ulreich gegangen ist. Weil ein Torhüter mit viel Potenzial umsonst auf dem Markt ist. Sowas kann man sich nicht entgehen lassen. Jetzt hinter Manuel Neuer natürlich keine Einsatzchancen. Der Junge muss verliehen werden. Das ist das, was jetzt passieren muss. Der muss verliehen werden und zwar nicht an irgendwie einen Zweitliga-Club, sondern er muss verliehen werden. Man weiß jetzt ja schon ungefähr, wer Euroleague spielt. Nicht Champions League, lass ihn aus der Champions League raus. Aber Euroleague oder dieses neue Euroleague 2, da nenne ich es immer. Lass ihn da zeigen, was er kann. Nochmal zeigen, was er kann und sich da reifen lassen. Manuel Neuer wird nicht jünger. Manuel Neuer verletzt sich vielleicht auch den ein oder anderen Mal vielleicht öfter wieder. Und irgendwann brauchst du jemanden. Und jetzt diesen Spieler aufzubauen, was man übrigens auch mit Serge Gnabry gemacht hat, den hat man geholt. Am Anfang hieß es, man hat Bremen hat ihn geholt. Natürlich, da hat FC Bayern schon die Finger im Spiel gehabt. Der Bremen konnte sich den nur holen, weil Bremen gleichzeitig eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern drin hatte. Das ist doch, das weiß man doch heute. Und erstmal Bremen, also so, dass man im Tabellenmittelplatz rumgespielt hat. Da hat Bremen ja noch Mittelplatz gespielt. Jetzt spielen sie ja gegen Abstieg. Das ist schade für Bremen, aber damals war es eben noch so. Dann nach Hoffenheim in die Euroleague und dann kam er zu Bayern. Dann hat er Erfahrung gesammelt, ligamäßig, Liga, also Doppelbelastung, Liga und Euroleague. Und dann kam der nächste Step, Bayern. Das heißt Liga, Champions League, Superpokal, was da nicht alle kommt. Aber hat funktioniert. Und das muss man jetzt mit Nübel auch machen, damit es mit Nübel funktionieren kann. Dann kommen wir zu einem Flügelflitzer. Leroy Sané. Am Anfang geholpert, gestolpert. Da hat man noch gedacht, oh, er hat ihn weitaus billiger gekriegt, als ihn Hoeneß hätte kriegen können. Aber er hat ihn bekommen. Er kam aus einer langen Verletzung bei Man City. Er kam also jetzt nicht mit der Superfitness, sondern er kam ja schon leicht angeschlagen. Danach musste er sich neu finden. Es ist wieder die Bundesliga, nicht mehr die Premier League. Es ist der FC Bayern, nicht Man City. Da muss man sich reinfinden. Hat gebraucht, aber jetzt aus der Startformation möchte ich ihn bitte nicht mehr wegdenken. Buna Sarr. Geholt worden. Und jetzt heißt es, ja, was hat der gebracht? Der bringt nichts. Der verlässt uns ja schon bald wieder, wahrscheinlich. Ja, aber er ist auch wieder gekommen, weil hinter Pavard braucht man ein Backup. Und die Backups hinter Pavard, die hauen ab, weil sie wissen, verdammt, der verletzt sich nicht. Ich habe keine Chance. Und das Gleiche geschieht bei Buna Sarr. Dieser Spieler, der spielt hinter einem Spieler, der sich anscheinend nie verletzt.
Ich habe Pavard nie lang verletzt gesehen. Der ist da und spielt. Pavard ist da. Aber dafür brauchst du ja jemanden, falls er mal nicht da ist. Brauchst du jemanden. Nur diese Spieler kannst du nicht so lange bei Laune halten. Deswegen wird das eine Position sein, wenn Pavard jetzt weiterhin so konstant da ist, die immer mal durchgewechselt wird. Weil ein Spieler, der da ist, der funktioniert. Und wenn der funktioniert und gut ist, dann braucht man ihn auch nicht auswechseln. Und deswegen, Problem Bounassar ist eigentlich nur, dass Pavard so stark ist und sich nicht verletzt. Ist aber kein Transfer-Flop. Erik Maxim Choupo-Moting. Klar, Backup für Lewandowski. Gleiche wie bei Pavard. Der ist nur dann nicht da, wenn er wirklich nicht kann. Wenn er von den Ärzten eine Krücke kriegt. Dann hört er auf zu spielen. Ansonsten spielt er und rennt und schießt Tore. Und wir wissen, wo er steht. Er kann dieses Jahr Rekorde knacken. Aber Choupo-Moting weiß um seine Position. Der übrigens auch ablösefrei gekommen ist von Paris Saint-Germain. Der kommt von Paris Saint-Germain ablösefrei zum FC Bayern und weiß, ich bin hier zweite Geige. Und diese zweite Geige hat in den letzten Wochen, finde ich, gute Spiele gemacht. Klar, der schießt jetzt keine 15 Tore in 5 Spielen. Aber er schießt Tore. Vielleicht hat er auch nur eins in 5 Spielen geschossen. Aber er ist da. Er strahlt was aus. Und er hat seine Position inne. Er ist Backup von Robert Lewandowski. Er wird niemals Robert Lewandowski ersetzen. Und ich finde es schade, dass man immer sagt, Lewandowski hat den gemacht, Lewandowski hat dies, Lewandowski hat das. Das ist Erik Maxim Choupo-Moting. Und er ist ein ganz anderer Spieler. Da muss ich erst die Mannschaft drauf einstellen. Wie spielt Erik da vorne? Jetzt haben sie es gemacht. Jetzt wussten sie, wie der spielt. Und dann schießt er Tore. Und dann ist Lewandowski wieder da. Also da ist auch diese Problematik Backup. Aber wenn die glücklich sind, dann sind sie glücklich. Und er spielt nicht schlecht. Also auch kein Flop. Marc Rocker. Ja, von dem Spieler wird sehr viel gehalten. Er kommt nicht zum Einsatz. Und das ist das Gleiche wie bei Pavard. Es sind Goretzka und Kimmich. Goretzka und Kimmich. Goretzka und Kimmich. Weltklasse. Dass da natürlich ein Marc Rocker nicht zwischenstechen kann und so kann sagen, Kimmich, setz dich mal hin. Solange Kimmich spielen kann, spielt Kimmich. Solange Goretzka spielen kann, spielt Goretzka. Und da hat natürlich Marc Rocker natürlich arge Probleme, dazwischen zu kommen. Und ich hoffe, dass er sich einfach sagt, ich kämpfe dafür und ich will weitermachen. Wenn, dann bin ich hier ein Weltklasse-Backup. Ich wünsche mir mal auch solche Spieler, die auch sagen, ich möchte nicht immer im Fokus da vorne stehen, ich möchte im Hintergrund sein, aber ich bin wichtig für die Mannschaft. Und das soll bitte Marc Rocker doch auch irgendwann mal werden. Es ist schwierig gegen Goretzka und Kimmich. Man hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass Goretzka, Kimmich so eine Harmonie bilden. Die sind ja so, die verteidigen ja so. Die gehen nicht so, sondern die sind wie ein Zahnrad. Und wenn das zusammen ist, dann kannst du es in alle Richtungen biegen. Da geht nichts durch. Super Spieler, super Team, die beiden. Und da ist es natürlich schwierig als Marc Rocker. Deswegen würde ich auch sagen, wir haben gar keine Möglichkeiten zu sagen, Marc Rocker ist ein Flop. Da hat Flick einen doofen Spieler gekriegt, deswegen haut Flick ab. Nein, er hat eigentlich einen guten Spieler gekriegt. Nur er hat zwei bessere da vorne. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ist ein Flop, sondern er ist da und ich möchte, dass er das begreift, dass er vielleicht, wenn es so weiterläuft wie jetzt, erstmal Backup ist und vielleicht, wenn irgendjemand von den anderen schwächelt, muss er einstechen. Das ist aber, die meisten Spieler geben sich diese Zeit eben selber nicht mehr. Alle wollen Weltklasse sein, alle wollen A-Mannschaft spielen. Aber selbst wenn sie wechseln, nicht jeder, wir haben vielleicht 12 Top-Teams in Europa. 12 Top-Teams, 11 Mann. Da könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Spieler es sind und wie viele abertausende Spieler aber Weltklasse werden wollen. Das funktioniert nicht. Es muss auch Leute geben, die im Hintergrund sind. Das ist genauso wie mit Co-Trainern. Der Trainer steht vorne und steht da und ich bin hier der Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ich will nicht wissen, wie viele Leute er in der Hinterhand hat, die für ihn mitarbeiten. Die also das Fundament, also die bauen den Berg, auf den Klopp oben drauf geht. Klar, er muss diesen Berg ja auch bauen lassen. Also er muss die richtigen Leute finden, die dafür zuständig sind.
Aber ganz ehrlich, nicht ein Klopp kommt da hin, hupp, da bin ich, sondern es sind viele Leute, die Klopp da nach oben tragen, wo er stand oder wo er steht und wo Flick steht und wo Jupp Heynckes steht und wo alle Weltklasse-Trainer stehen. Das ist das Fundament, das ganze Team, der ganze Staff, der Fitnesscoach, der Essenscoach, der Koch, der Masseur, alle tragen ihren Teil dazu bei, Weltklasse zu sein, dass diese Mannschaft Weltklasse ist. Und das müssen auch die Backup-Spieler so langsam auch mal lernen, dass man da sagt, ich bin in einer Mannschaft, die Weltklasse ist und ich trage meinen Teil dazu bei, auch wenn ich nicht auf dem Platz stehe und kicke, sondern wenn ich der Mannschaft Impulse gebe. Ich sage nur David Odonkor, WM 2006 bei uns im eigenen Land. Der Kerl, der hat 2 Spiele gespielt, aber er war da. Und Asamoah, der war da, der hat Party gemacht, der hat die Leute hochgezogen, hat gesagt, komm, wir sind im eigenen Land, feiert mal, zeigt die deutsche Fahne mal wieder. Wir müssen hier uns mal wieder repräsentieren. Der war einfach da. Der hat gar nicht gespielt, aber er war da. Und das müssen Spieler auch können. Nächster Transfer von Hasan Salihamidžić ist Douglas Costa, auch wieder eine Laie. Und natürlich als Backup von den beiden Außenspielern. Und ja, ich möchte es einfach nicht mehr erwähnen, dass die beiden so gut sind. Und dahinter dann eben Backup braucht. Und er ist geliehen. Und weiß nicht, ob die Laie jemals zum Kauf führen wird. Ich denke eher nicht. Aber man braucht für diese Spieler Backups, falls die sich verletzen. Das ist sein Standpunkt. Thiago Dantas kann ich auch ganz schnell abhaken. Spieler genau wie Niazu für 2023/24. Es ist Zukunftsmusik. Da können wir jetzt noch gar nichts sagen, ob das ein Flop wird oder nicht. Zukunftsmusik. Ja, und dann den Spieler, den ich vorhin schon angesprochen habe, der jetzt noch nicht bei Bayern ist. Ich habe ihn trotzdem mal in diese Liste mit reingenommen. Dayot Upamecano. Das ist natürlich ein Spieler, der spielt bei Leipzig. Bayerns stärkste Verfolger diese Saison. Letzte Saison auch schon sehr, sehr stark gespielt. Kommen in der Champions League immer weiter. Mal gucken, was jetzt nach Nagelsmann passiert. Aber super Spieler. Und der kommt jetzt zum FC Bayern. Jetzt hat er auch noch das Glück, dass sein Trainer mit ihm kommt. Das heißt, Nagelsmann weiß, was er von Dayot Upamecano hat, und ich glaube, das wird der nächste Innenverteidiger, der dem FC Bayern richtig Freude macht. Ich glaube sogar, dass der vor Süle gesetzt wird, dass Süle die Position einbüßen muss. Es tut mir sehr, sehr leid um Süle. Ich mag Süle, und Süle ist ein starker Spieler, ein schneller Spieler, und ich hoffe, dass Süle sich jetzt nach der letzten Verletzung so ein bisschen und nach der letzten Krise vor allem auch wieder reinkämpft und dass er diese Position nicht kampflos aufgibt. Aber wenn Süle auf dem Niveau spielt, wie er zurzeit spielt, dann hat ein Dayot Upamecano es leicht daran vorbeizuziehen. Das tut mir so leid, aber es ist so. Es ist ein super Spieler, und da hat Bayern ein richtiges Händchen dafür gehabt. Ja, und jetzt bin ich durch. Und wenn ich jetzt mal so meine Liste angucke, und ich habe jetzt nicht durchgerechnet, was er dafür ausgegeben hat, aber vieles waren Laien, viele kamen ablösefrei. Er hat noch nicht mal sehr viel Geld ausgegeben. Klar hat er auch mal richtig Kohle dafür hingeblättert, vielleicht mal für einen Sané oder jetzt mal für einen Dayot Upamecano, aber er hat auch viele Transfers getätigt, wo er nur minimal Geld ausgibt. Und ich muss sagen, lasst den armen Mann doch mal seine Arbeit machen. Er macht sie doch gar nicht so schlecht. Und glaubt nicht immer diesen Tratschmedien, dass es heißt, Flick haut ab wegen Hasan Salihamidžić. Nein, wenn die beiden sich nicht vertragen, dann muss der Verein eine Lösung finden, wie man das machen kann, dass die beiden sich wieder an den Tisch setzen. Das hat man in jedem Betrieb, dass zwei sich nicht riechen können. Und entweder sagt man, okay, Hasan, du bist ein wichtiger Typ, geh aber auf die Tribüne, setz dich nicht immer gleich unten hin, sondern lass da den Flick machen. Aber es war doch klar, Flick möchte zum DFB zurück. Und wenn man so Flicks Karriere verfolgt, er hat immer den harten Ausweg gesucht. Er ist damals vom DFB einfach, ich will jetzt nicht sagen abgehauen, aber er hat gesagt, nö, lasst mich in Ruhe, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, hier nur zweite Geige zu sein. Dann war er bei Hoffenheim, da ist er auch sofort, hat er auch gesagt, bis hierhin und nicht weiter, und dann ist er gegangen. Und jetzt beim FC Bayern hat er alles erreicht.
Was soll er erreichen? Er kann sich eigentlich seinen eigenen Ruf nur noch kaputt machen. Das, was wir bei Löw gesagt haben, 2014, also ich habe das gesagt, 2014, Löw hat Weltmeistertitel geholt. Nach der EM, die er nicht geholt hat, hätte ich gesagt, Junge, nimm deine Sachen, du kannst deinen Status nicht mehr höher setzen. Glaubst du denn, dass du selber noch den Titel verteidigst? Das ist doch utopisch. Selbst, also diese Chance ist doch so gering, dass ein Trainer einer Nationalmannschaft den Titel verteidigt. Da hätte ich schon gesagt, nimm den Hut und geh mit erhobenen Hauptes. Jetzt wird auch auf Jogi Löw eingeschissen, wie es nur geht. Oh, scheiß Trainer und der kann nichts und soll mal weggehen. Deutschland spielt unattraktiv. Der Kerl hat mit uns die Weltmeisterschaft gewonnen. Das sollten wir nicht vergessen. Er hätte aber auch damals sagen müssen, ich bin Weltmeister geworden. Danke für diese tolle Zeit. Ich habe hier eine Mannschaft aufgebaut. Und es war doch logisch, wenn Lahm, Schweinsteiger, wenn diese Generation weggeht, dann hätte ich gesagt, jetzt kommt eine neue Generation mit einem neuen Trainer. Der kann eine neue Generation aufbauen. Jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Das möchte Flick nicht. Und deswegen ist der logische Schritt, Flick möchte gehen, nicht der FC Bayern schmeißt ihn raus. Da möchte ich auch mal so manche Reporter, ich habe vorhin ein Video von DGTV gesehen und habe mir das Video von dem Reporter nochmal extra angeguckt. Florian Marquardt heißt er, glaube ich, von Football One war der. Mal ein Bullshit, den er labert, ein absoluter Bullshit, den er labert, und er hat gar keine richtige, er will eigentlich den FC Bayern kritisieren, dass sie Flick abgegeben haben und Nagelsmann geholt haben. Er sagte, Weltklasse-Trainer geht und so eine Flitzepiepe kommt, so eine Pep Guardiola mit Wischformat und mit einer Möwenstimme. Also er hatte nicht wirklich fundamentales Wissen, woran er Nagelsmann kritisieren kann. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Punkt gibt. Seitdem Nagelsmann Trainer ist, kann man ihn kritisieren. Bisher nicht. Und ich hoffe, dass es natürlich beim FC Bayern auch nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass es ein Trainer wird, der mal so wirklich mal, ja, ein Schwung da bleibt. Mal wieder so 3-4 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Also bitte bringt mal ein bisschen Ruhe in diese Transferpolitik von Trainern rein. Ich möchte einfach, dass mal der FC Bayern vielleicht auch mal 10 Jahre einen Trainer hat und vielleicht mit dem Trainer 6-mal die Meisterschaft holt. Aber nicht gleich entlassen, wenn er mal die Meisterschaft nicht holt, sondern dran glauben und an die Philosophie glauben. Und er ist ein Bayer, er möchte ein Bayer sein. Ich freue mich auf ihn und ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich natürlich bei Hansi Flick dafür bedanken, dass wir hier eine sehr, sehr geile Zeit gehabt haben. Ich muss sagen, eine super, super Zeit, oder wie Guardiola sagt, eine Top-Zeit. Danke dafür und viel Erfolg in deinem nächsten Schritt. Ich denke, es wird der DFB werden, selbst wenn es ein anderer Club wird, dann ist es mir auch relativ. Ich wünsche Hansi Flick dafür alles Gute. Du hast Meilensteine aufgebaut und jetzt sind die Nächsten dran. Mit Julian Nagelsmann. Willkommen beim FC Bayern. Und das war jetzt mein Video über Hasan Salihamidžić. Der Junge ist gut. Und das ist meine Meinung. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid oder wenn ihr irgendwas zu sagen habt, in die Kommentare. Ein Däumchen wäre genial für den Algorithmus. Ihr wisst es. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, Abo. Ganz nett. Das Video geht ganz schön lang. Dafür, dass ich eigentlich nur aufzählen wollte, was Salihamidžić angestellt hat an Transfers. Also, wie sagt der Bayer? Mir san mehr und Servus.